Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Spiel The Inner World. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal gleich an mit dem Spiel und ich schalte meine Klappe. Ciao. Natürlich haben wir im Spiel. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht. Mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. In der ewigen Hoffnung, Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von der Masie verschwendet werdet, seid ihr selbst schuld. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Ah, Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein! Oh! Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euren Anhänger retten! Nein! Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz. Diese diebische Taube. Möchtest du sie einfach in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Nein, ich weiß, wie der Hase läuft. Ja, ich... Ich hab schon mal ein Point-and-Click-Adventure gespielt. Ja, ich kann ihn jederzeit aufrufen. Gut. Ja, ja.
Was soll man dazu noch mehr sagen? Ich finde sie sowieso süß. Das ist echt ein knuffige Taube. So, das Deutsch. Okay. Oh, gucken wir uns das mal an. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Ich habe keine Ahnung. Plakate abnehmen verboten. Das ist doch erst recht ein Grund, es abzunehmen. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Okay. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Ja, natürlich. Oh, da sieht er richtig nett aus. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Schönes Lächeln, also wirklich wunderschön. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Okay, nicht wahr. Gucken wir uns mal diesen netten Wurm an. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Ja, wie schon erklärt worden wurde, ja, das ist ein richtiger Satz, geht es hier einfach darum, dass halt hier die Windbrunnen verschwinden, also nicht verschwinden und damit halt das Licht auch verschwindet, also dieser kleine Phosphor ist. Und ja. Ja, ja. Mehr wissen wir noch nicht. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Ich auch. Das ist super, nicht wahr? Okay, da komme ich nicht dran. Schade eigentlich. Das ist eine Flasche. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Wow, danke für diese unglaubliche Beschreibung. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Riecht nach Dienstag vor einem Jahr. Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ja, wieder voll praktisch, einfach so ein Rohr mitzunehmen. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Ich denke, weil es hier ist. Landet also Conroys Müll. Ja. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache, den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Ernsthaft, rechte Hand von einer Wache? Ja, davon schön. Will ich nichts mitnehmen. Ach, warum denn nicht? Lasst uns den Wurm halten. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Okay. Gibt's eigentlich... Nein, doch gibt es. Oder? Ja, doch gibt es. Gut, ich wollte nur wissen, ob es wie in jedem so mit der Leertaste. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Ob da man auch so gucken kann, wo halt so alles ist. Okay. Die Krücke nehmen wir mal mit. Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Ja. Oh. Jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Ja, da hast du schon recht. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Das ist wahrscheinlich ein fliegender Fisch. Das ist zu hoch für mich. Diese diebische Taube. Ja, gut, da kommen wir echt dran, aber egal. Täubchen, 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 put, put. Ich denke, sie hört nicht so ganz auf dich. Okay, Rohr, Phosphos, Müllhändler. Hallo. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Also sieht aus, als würde er mich gleich überfallen. Ich sollte ihn fragen, ob er mir hilft. Hallo? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll.
Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Oh Mann, ey. Ja, ja. Ich weiß schon. Müll. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Das Sandwich sieht ja noch richtig lecker aus. Gleich mal nachfragen. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Ja. Wahrscheinlich nie wieder. Es ist ein Rockmann, also eine wunderschöne Unterhose an. Steht hier gut. Ja. Reden wir über die Buchstaben. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. Ich will mal wissen, ob man noch weiterreden kann. Ist das ein Mess hier? Den gibt es schon. Gibt's nicht. Schade eigentlich. Okay, Taubenfutter. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll. Genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Aspiriri, Aspororo. Schöner Name, echt. Aspororo. Klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht verzagen, Conroy-Plagen. Und das alles bekommst du für Aspora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut, Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdamm mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was... Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das... Ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke. Ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Oh Mann, ey. Schön. Der war eine Conroy-Puppe. Ansehen. Die Original-Conroy-Puppe für seine treuen Fans. Sie kann sogar sprechen, wenn man drauf drückt. Machen wir das mal.
wer immer seine Arbeit tut, den... Toll, die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Okay. Also, eine Brücke. Okay, Moment. Nein, ich will so... Aha. Eine Krücke. Zumindest die Spitze davon. Eine Krücke für kleine Asposa. Na. Sieht ziemlich vergoren aus. Und die Wienzocki, was sagst du das? Oh Gott, ey, ist nicht ernst. So. Nein. Ich versteh's nicht. Irgendwie. Also irgendwie muss man. Also, eine Windsocke an einer Stange. Ich wollte schon immer eine haben. Ja, jetzt hast du eine. Also ich weiß nicht ganz genau, wie ich das machen soll, dass er das angucken kann. Ich drücke einfach drauf, aber da klappt das manchmal. Womit soll ich das denn benutzen? Würde ich da. Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Nein. Nein. Das könnte. Nein, du sollst eigentlich hier vorne hinrennen und dann dieser netten Taube das Vogelfutter anbieten. Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Da können wir doch eigentlich... Nein, der Faden würde nur reißen. Ach, schade eigentlich. Das vielleicht? Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde... Ein Kescher. Bekomme ich einen prima Kescher. Schön. Oh, machen wir was? Okay. Was ist das? Ah, hier kann speichern und. Okay. Das ist. Okay. Alles klar. Okay. Was auch immer jetzt so ein Kescher machen soll, vielleicht. Irgendwie ein Blatt fangen. Dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Ja, das wird ein bisschen unlogisch sein. Kann das sein, dass. Hey, Wurm! Du siehst Durst. Och nee. Oh, ist das mies. Okay. Tja, ich schätze, Würmer vertragen nicht viel. Ja, schätze ich auch. So, komm her. Die Party ist vorbei. Ich bin getrunken mit Wurm. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Hätte ja sein können, also ganz ehrlich. Da kommt es. Ach, da oben ist noch was. Ich will gucken, ob wir rankommen. Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Okay, erstmal gucken wir uns über das Wetter an. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Ja, das ist schon traurig. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Und? Vielleicht bringt es überhaupt was? Das wird nicht klappen. Nein, okay, ich hab's einfach mal gehofft. Warum noch? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, wir müssen irgendwie die Taube da runterlocken. Ich denke, wir müssen erst einen Fisch wegbekommen. Wie kommen wir an den Fisch dran? Okay, da würde ich ganz kurz noch brauchen, aber gut, egal. So. Konrad-Kopf, fehlt hier noch irgendwas? Nö, hier fehlt eigentlich nichts mehr. Aber wie kriegen wir denn jetzt den Fisch da runter? Brocken, Kescher, Konrad-Handpuppe, noch eine Brücke und betrunkener Wurm. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Nein, jetzt ist nicht. Ja, gut, sorry. Muss sein. Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Warum eine Krücke? Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Na. Okay. Okay, ich denke, wir machen zu Trocken zusammen. Und dann mache ich jetzt auch schon Cut und sage bis zum nächsten Mal. Bei, so, auf was soll ich zuerst schießen?